Das Wort hat nun die Abgeordnete Jasmin Maurer von der Fraktion Die Piraten. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen. Von Jahr zu Jahr steigt die Nachfrage nach Bioprodukten. Und das ist auch kein Wunder in Zeiten von Gammelfleisch, Dioxinskandal, ich könnte noch weitere Lebensmittelskandale aufzählen, und die wahrscheinlich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat. Die Verbraucher, die wollen wissen, was sie auf ihrem Teller haben. Und sie wollen vor allem auch, dass ihre Lebensmittel gesund sind. Die Menschen wollen sich gesund ernähren und sind auch bereit, für die gebotene Qualität das nötige Geld zu bezahlen. Die Erzeugung ökologischer Produkte ist besonders umweltverträglich zudem noch und schont nachhaltig die Ressourcen. Gleichzeitig leistet der ökologische Landbau einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz. Soweit hört sich das auch alles gut an, doch der ökologische Landbau bringt auch einen besonderen Aufwand in der Landbewirtschaftung und eine höhere Arbeitsintensität mit sich. Der Einstieg in den Ökolandbau ist meist für Betriebe nicht wirklich einfach. Ihre Erzeugnisse dürfen sie nämlich erst nach der Umstellung als Bio-Lebensmittel verkaufen und das dauert mitunter etwas länger. Das heißt, sie haben erstmal den höheren Aufwand, sei es jetzt Zeit und sei es auch die Kosten, aber auch noch den etwas niedrigeren Nutzen, sage ich jetzt einfach mal, weil die Produkte noch nicht als Ökoprodukte verkauft werden können. Die gestiegene Nachfrage macht es allerdings notwendig, dass immer mehr Betriebe auf Ökolandbau umstellen. Und aus diesem Grund setzen wir uns auch dafür ein, dass der Ökolandbau im Saarland weiter gefördert wird. Denn es wurde eben bereits gesagt, derzeit ist der Bedarf an Ökoprodukten höher als das, was wir in unserem eigenen Land produzieren, was dazu führt, dass Ökoprodukte teils sehr weite Strecken zu uns zurücklegen müssen, was dann natürlich die ökologische Bilanz wieder verschlechtert. Der Erfolg, die Nachfrage nach einer Umstellung war so gigantisch, es wurde mit etwa 50% mehr Anträge gerechnet. Es kamen etwa 50% mehr Anträge, als damit gerechnet wurden. Und dies sollte, wie im vorliegenden Fall von Antrag der Grüne erwähnt, durch die Bereitstellung erforderlicher Gelder geschehen, auch finanziell gedeckt werden. Was ebenfalls wichtig ist, und das ist bisher im Land noch etwas zu kurz gekommen, ist die Erforschung des großen Marktpotenzials für Bio-Lebensmittel in der Außerhausverpflegung. Das heißt, die Verarbeitung von ökologischen Lebensmitteln in Restaurants, Kantinen und so weiter. Denn auch das ist gewollt. Das sieht man auch immer wieder, wenn man entsprechende Gaststätten aufsucht, aber das Angebot ist halt leider noch sehr gering. Sehr viele Betriebe stellen noch sehr wenig oder teilweise auch gar keine ökologischen Produkte zur Verfügung. Und aus diesem Grund stimmen wir dem Antrag von Bündnis 90 Grüne zu. Dem Antrag der Großen Koalition, den wir leider erst heute Morgen auf dem Tisch hatten, bei dem werden wir uns enthalten. Er geht zwar in richtige Richtung, aber ist uns noch nicht weit genug. Deshalb enthalten wir uns bei dem. Danke sehr. Vielen Dank.